willkommen zu einem neuen Gameplay, Beer Factory, entwickelt von Arkell. Ist eine Wirtschaftssimulation beziehungsweise Management. Denke ähnlich wie Gas Station Simulator. Ja, wir werden hier unsere eigene Beer Factory aufbauen mit Brauerei. Mal sehen, wie das so wird. Unser Budget ermöglichte uns, diese alte Fabrik zu kaufen. Bevor wir sie endgültig in Betrieb nehmen, müssen wir den Strom wieder einschalten, die Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine in dem abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wiederherstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während ich darauf warte, dass du die Fabrik aufräumst. Ah, bevor ich dich verlasse, ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist, aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Jo. Schauen wir mal. Öffne die Fabrikschranke. Ja. Wir werden jetzt hier mal die Tür öffnen. Und wir sollen uns einen Kaffee machen. So können wir sprinten. Nun, einen Blick in den Sicherungskasten werfen. Finde und schnappe dir die Sicherung. Naja, da ist eine Steckdose drin. Auch cool. Naja. Ah, die setzt automatisch ein, okay. Hey. Verjage den Penner, indem du Gegenstände öffnen wirst. Ja, es ist schon ähnlich wie Gas Station Simulator. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Tuning-Teil erhalten, Propan. Schau aus wie so ein Otto. Öffnen die Tore der Fabrik. Aber den Müll, in den Müll, in den Müll, Müll, Müll. Jawohl. Kaufe deinen Wischer im Werkzeugladen. Ja, gehen wir mal rüber zum Werkzeugladen. Na? Okay, hier geht's anscheinend nicht weiter. Ja, eventuell dadurch oder sowas. Ja, die Tür wird es auch nicht sein. Nee. Okay. Ja, cool. Computer benutzen. Ah, Werkzeugladen. Okay, er ist ein bisschen buggy anscheinend. Ja, wir haben unseren ersten Besen gekauft. Nimm deinen Besen, er ist in der Fabrik. Jawohl. Wir wischen den Boden. Kaufe einen Werkzeugtisch.
Komm, wenn, dann machen wir hier schon richtig sauber. Zumindest, dass der Boden geputzt ist. Jawohl, Gabelstapler haben wir auch hier. Okay. Auf dem Markt erhältliche Lagerbauartikel. Öffne das Baumenü. Da unten links, nein, unten rechts. Baumenü öffnen. Ich hätte schon gern hier. Okay, dann räumen wir mal den Müll auf. Ja, guck mal, klappt das auch? Ja, geil. Spart man sich eine Menge an Weg. Naja, dann probieren wir es nochmal. Bestätigen. Benutze deinen Werkzeugkasten und schraube alle Schrauben fest. Halt, halt. Ah, ja, anschrauben. Oh je. Fest hier. Das ist so eine Mischung aus House Flipper und Playstation Simulator. Halt. Perfekt. Finde die erste Stütze für den Lager. Absetzen G. Jawohl. Na? Ah, jetzt. Gut. Setzen wir mal die Platte hier ein. Jawohl. Erhöhe den Ruf der Fabrik auf Level 2. Ja, dann räumen wir mal ein bisschen auf hier. Nicht getroffen. Schade. Ah, ganz schön laut. Gute Nachrichten. Ich habe einige Subventionen für deine Fabrik gefunden. Du wirst deine Beweisung halten. Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschine im hinteren Teil zu renovieren. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Gehe zum Computer, um mehr zu erfahren, und sieh dir die Investitionsbedingungen an. Alles klar. Kaufe eine neue Erweiterung für deine Fabrik. Okay, hier oben ist noch alles zu. Ein paar runternehmen. Ah, zu der ersten Erweiterung, okay, ja. 200. Getreideschrotmühle vorhanden. Ja,
denke, der Punkt sollte eigentlich hier vorne sein, irgendwo. Da ist das Ding. Gut, dann werden wir mal dort rüber gehen. Vertrag über den Computer annehmen. Naja, den nehmen wir auch noch gleich an. Fädeln Sie 16 Säcke mit rohem Malzkorn. Annehmen. Hop, hop. Bestelle eine Palette mit Rohmalzsäcken. Achte darauf, dass du die Menge bestellst, die du brauchst, um den Vertrag zu erfüllen. Ja gut, wir brauchen 16 Rohmalz. Preis pro Einheit 10. Ja, nice. Bewegt sich wie von Geisterhand. Ah ja. Öffne die hintere Klappe des LKWs und lade ihn ab. Du musst die Palette aus dem Fahrzeug nehmen. Okay. Anheben. Ah ja, okay. Ja, wie so ein Gabelstapler. Schalte deine neue Getreidemühle ein. Na, fahren wir das Ding gleich mal hier rüber. Okay, das geht irgendwie in die andere Richtung. Nice. Reinige den Schmutz, okay. Jawohl. Komm. Ah ja, hier sind eh schon ein paar Säcke. Ja. Male in den Sack Malz ein. Paar Tipps sind das, okay. Läuft. Ja. Okay, dann werden wir jetzt einfach hier alles reinhauen. Mal schauen, wie viel der aufnehmen kann. Das jetzt hier anders. So, alles aufgeladen. Oh, nice. Was ein Service.
Und jetzt sollte hier laufen, oder? Schön ein Sack nach dem anderen. Jawohl. Okay. Müssten ja eigentlich wieder 16 Säcke rauskommen. Oder vielleicht sogar mehr. Oh, lass mal zählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jo. Nun kaufe einen Gabelstapler. Den haben wir am Computer gesehen. Was ist mit dem hier? Ist da noch was für uns? Nö. Kollege, du kannst eigentlich weg. Nice, einen Stapler. Den gönnen wir uns. Naja, die Gabeln. Hopp, zack. Mach dann die zweite Gabel. Da hinten, okay. Wer kauft einen Stapel ohne Gabel? Fahrzeug fahren. Geil. Ah, okay, der läuft durch. Palette auf den Gabeln verriegeln, entriegeln. Aha, okay, mal schauen. Geht bei dem auch? Ah, okay, dann legt er die quasi gleich drauf. Boah, ist der scheiße zum Steuern. Die Räder brauchen ja ewig lang, bis sie sich wieder gerade ziehen. Exportiere deine erste Produktion, lege dazu die Palette mit den veredelten Rohstoffen mit den Gabelstapeln in den Kofferraum des Pickups. Okay. Wir haben auch erst aufmachen müssen, oder? Nö. Okay, nee. Halleluja. Silos. Ah ja. Cool. Ja, mal Fahrzeug ausmachen, nicht dass der hier noch Unmengen an Tank verbraucht. Aber wie fährt denn der Kollege jetzt hier wieder weiter? Naja, der wird schon wissen. Ah, okay, man muss es wieder hochfahren. Aha. Okay. Bestätigen. Herzlichen Glückwunsch. 408 Dollar. Nice. Und 16 Rufpunkte. Jo. Glaub, schöner Abschluss hier. Beenden die erste Folge. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Mal schauen, was das Spiel noch mit sich bringt.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.